Anfang der 90er Jahre die Diskussion auf. Wir haben das auch übrigens gefordert damals bei unserem Kreistagsprospekt. Ich habe es auch nochmal nachgelesen, dass der Zug wieder fahren soll. Es kam dann die Anfang der 90er Jahre und da habe ich etwas gefunden, Herr Ludwig, was Sie vielleicht freuen wird. Ich habe mal in meinen alten Tagebüchern nachgekramt und einen Satz gefunden vom September 93. Da steht drin, Zitat, Fraktionssitzung, also SPD-Fraktionssitzung in Eppingen mit Direktor Ludwig von der Albtal-Verkehrsgesellschaft Karlsruhe wegen Anbindung von Eppingen-Heilbronn an die Stadtbahn Karlsruhe. So langsam kommt jetzt das Verkehrskonzept auf die Schiene, Ausrufezeichen, Hoffnung für die Zabergäubahn. Sehr schön. Das habe ich geschrieben damals als Tagebuch. Sehr euphorisch damals, wir hatten damals im Blick das Jahr 2010. Das habe ich auch voll vertreten. 2010 ist vorbei. Und in der Heilbronner Stimme stand ein Kommentar von 1999, das jetzt bis zum Jahr 2010 angepeilte Stadtbahnnetz macht Sinn und etwas weiter. Die Reaktivierung der Zabergäubahn ist keine Frage der Nostalgie. Wörtliches Zitat. Von Herrn Bruxheimer. Von Herrn Bruxheimer. Wir sind immer noch da. Sitzen immer noch da, ja. Man sieht, es ist also ungeheuer schwierig gewesen. Und wir haben dann dieses Konzept entwickelt und Ihnen, Herr Ludwig, dafür ganz besonderen Dank. Denn Sie haben da ziemlich Pep eingebracht und haben unsere Ideen eigentlich sehr beflügelt und auf den Weg gebracht, aber also, ich hatte es vorher erwähnt. Nun zur Sache nochmal, das zum Hintergrund. Für mich ist heute Abend eigentlich eine Frage die entscheidende. Eben über vieles diskutiert und was man inhaltlich diskutieren kann. Eine Frage, an der hängt für mich alles, das geht in Ihre Richtung von Herrn Ludwig, nämlich die Frage der Finanzierung. Und da ist es so, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine sind die Investitionskosten und das andere sind die Betriebskosten. Die Investitionskosten, die könnte man über GfD-Mittel vielleicht den Zuschuss bekommen, 75%, 80%, je nachdem. Das Problem sind nachher die Betriebskosten. Und da ist es eben so, und das ist unser Krux hier, die Stadtbahn ist entwickelt worden als der integrale Taktverkehr und die Umwandlung der Bundesbahn stattgefunden hat und da ist kein Zug mehr gefahren. Und jetzt ist es so, dass das Land sagt, nachdem der Person, die ja vorher eingestellt worden ist, wird nichts mehr bezuschusst aus den Regionalisierungsmitteln, die vom Bund auf das Land übertragen werden. Und deswegen meine zentrale Frage an die Kandidaten und auch an die Abgeordneten, sind Sie der Meinung und treten Sie dafür ein, dass das Land die Zabergäubahn in die Regionalisierungskosten mit aufnimmt und von daher mit finanziert. An dem wird es für mich hängen, denn es ist klar so, weder der Landkreis noch die Kommunen gemeinsam können dieses Projekt stemmen. Es geht nur mit Hilfe von außen. Wenn das nicht kommt, dann können wir es tatsächlich vergessen. Die Kommunen schaffen das nicht. Betriebskosten gehen wir mal vielleicht aus. Vielleicht wären die Investitionskosten möglich, dass man das noch stemmen könnte. Das sind einmalige Dinge. Aber die Betriebskosten, die mindestens 100.000 bis 200.000 Euro pro Jahr betragen, so schätze ich mal, die müssten vielleicht auch mehr, 600, die müssten dann getragen werden. Das geht nur dann, wenn das Land mit einsteigt. Also ich sehe hier das Land in der Pflicht, dass dieses Projekt Zabergäubahn mit aufgenommen wird, denn dann halbieren sich die Kosten zumindest, soweit ich das in Erinnerung habe, dann sind wir bei vielleicht 300.000, 200.000, das wäre machbar. Das heißt auch, ich würde die schon fragen, auch hier die Kandidierenden, wie sie dazu stehen,
Vom Ingo Rusch kann ich sagen, er wird sich dafür einsetzen, dass das der Fall ist. Ich habe mit ihm nochmal Rücksprache genommen, habe auch heute noch einmal mit dem Landratsamt über den Stand der Dinge gesprochen, da will ich aber noch was später sagen. Ja, konkret zur Finanzierung lassen Sie uns in einer zweiten Runde kommen. Ich möchte noch die beiden weiteren Vertreter gern hier auf dem Podium zunächst mal befragen. Frau Wolf, die Stadtbahn zwischen Zaberfeld und Laufen, ist das eigentlich Schnee von gestern oder immer noch ein Zukunftsmodell für die Grünen? Nee, das ist auf gar keinen Fall Schnee von gestern, sondern es ist moderner denn je. Die Verkehrskonzepte der Zukunft werden sich komplett verändern. Die Schiene wird ein ganz anderes Gewicht kriegen in den nächsten Jahren, als das im Moment noch der Fall ist. Ich habe mir jetzt vor kurzem mal angeschaut, wie viel Geld jetzt in den nächsten Jahren notwendig wird, um überhaupt nur die ganzen Straßen zu sanieren. Mit dem vielen Geld könnten wir sehr, sehr viele Bahnen bauen und auch Stichbahnen wohlgemerkt. Und die sind für unsere Region hier natürlich auch sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch geplant, dass die Gegend hier touristisch ganz anders noch erschlossen wird. Dazu braucht es die Möglichkeit, Fahrräder mitzunehmen. Dazu braucht es die Möglichkeit, bequem auch in Wandergebiete, in Radgebiete zu kommen. Und Zabergäu ist ein wunderschönes Gebiet. Da wünsche ich mir auch, dass sehr viel mehr Touristen kommen. Das ist ein Wirtschaftszweig, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb wird die Bahn unabdingbar sein. Und was die Finanzierung anbelangt, das ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Also wir haben jetzt sehr viel Geld angesetzt und auch in den letzten Jahren schon gespart für Stuttgart 21. Das Geld fehlt natürlich in der Fläche und es macht überhaupt keinen Sinn, einzelne Prestigebauten zu setzen, ob das jetzt in Berlin ist oder ob das die Bahnen, die Schnellbahn Erfurt in Thüringen ist. Die brauchen wir nicht wirklich, sondern wir brauchen ein gut funktionierendes Netz in der Fläche. Und da gehört sowas wie die Zabergäubahn dazu. Sehr viele Leute hier in der Gegend arbeiten bei Audi, Neckarsulm oder sie arbeiten in Stuttgart. Und langfristig wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Leute hier wegziehen, wenn es keine moderne Verkehrsanbindung gibt. Deshalb sprechen wir inzwischen auch schon gar nicht mehr von der Zabergäubahn allein, sondern wir denken den Begriff Stadtbahn Süd mit, weil das Zabergäu gehört eigentlich zur Stadt Heilbronn. Und wenn es eine gute Anbindung gibt zur Stadt Heilbronn, auch was kulturelle Angebote und so weiter anbelangt, dann wird es die Leute hier auch halten und dann werden sich hier auch Leute wohlfühlen, die gut ausgebildet sind und die unsere Industrie hier auch braucht. Wenn hier keine Möglichkeiten sind, irgendwie wegzukommen, auch bequem wegzukommen, dann ist es für die völlig uninteressant. Insofern ist es für die Grünen ein ganz zentrales Thema. Wir waren eigentlich immer eine Bahnpartei und wollen deshalb auch einen guten Schienenverkehr und dafür möchte ich mich auch einsetzen. Herr Stender, an Sie die Frage, ist eine Schienenverbindung in diesem Landstrich auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit? Also guten Abend erstmal, das ist mein erster Auftritt. Ich hoffe, ihr könnt meiner Nervosität etwas nachempfinden. Für mich selber und für die Anwohner hier ist die Zabergäubahn enorm wichtig. Sie hat in die Eier gestampft gehört. Die Industriegebiete, die wir hier haben, sei es der Leier, sei es der Weber, Weberhydraulik und so weiter, das sagt eigentlich aus, dass der demografische Wandel der Arbeitnehmer, also dass die Leute ins Geschäft kommen, das wird immer schwieriger. Die Fachkräfte wird ja betont, dass die so langsam ausgehen, weil die Bevölkerung überaltet. Und somit haben die Leute wohl kaum eine Chance, anständig ins Zabergäu zu kommen zum Arbeiten. Die anderen wiederum, die in Heilbronn drin arbeiten, haben das gleiche Problem. Wenn ich morgens in den Bus reinsteige, um 7.30 Uhr, dann werden sie keinen Platz finden, weil das ist alles voller Schüler. Die Zabergäubahn ist ein wichtiges Standbein für die Wirtschaft.
Es wird bei Magna wird munkelt, dass einer dieser Punkte der Schließung in Zaberfeld die Infrastruktur im Zabergäu war. Also befasst sich nicht von der Hand weisen. Und wir müssen das Zabergäu attraktiv halten. Ansonsten verschwindet hier nämlich auch die Wirtschaft. Zu einem Punkt wollte ich noch Stellung nehmen, dass die Zabergäubahn gegen den Willen der Städte und Gemeinden stillgelegt wurde. Und darüber ärgert sich die Bürgermeister zu Recht. Der Landrat betont, dass die Zabergäubahn Bestandteil des Nahverkehrsleitbildes des Landkreises bleibt, aber wahrscheinlich bloß in der Vision und nicht in der Tat. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen fragen. Wenn man sich das Zabergäu anschaut, dann ist es zwar ein ländlicher Raum, aber doch relativ dicht besiedelt. Von Zaberfeld bis nach Laufen haben wir doch im Grunde genommen entlang dieser Stadtbahnstrecke alle 2-3 Kilometer eine Ortschaft. Ich muss noch einmal auf diese beiden Stichbahnen im Kraichgau zu sprechen kommen. Wir haben es damals bei der letzten Diskussion gehört, etwa 30.000 Einwohner dort, 2 Strecken, 60 Bahnkilometer. Hier haben wir im Zabergäu mindestens die gleiche Einwohnerzahl und kommen auf 20 Bahnkilometer. Im Grunde genommen doch ein sehr viel höheres Fahrgastpotenzial im Vergleich zur Streckenlänge. Da müsste sich doch sowas durchaus wirtschaftlich darstellen lassen. Ja, Herr Boxheimer, das lässt sich schon wirtschaftlich darstellen, nicht? Aber das war halt in den Jahren 80, da gab es keine Konkurrenzstrecken. Jetzt kommen sie alle und wollen bauen. Und das ist ja unser Problem. Die Zabergäubahn mit 1,4, das will ich vielleicht noch erläutern, die hat die standardisierte Bewertung, hat 1,4 abgezählt. Das heißt, dass wir einen 40-prozentigen Gewinn haben, volkswirtschaftlich gesehen. Das war damals in Menzingen, Rotenheim nur mit 1,1. Aber das war halt da im badischen Gebiet eine andere Situation. Das waren ja praktisch die letzten Strecken, die wir gebaut haben. Da war alles andere fertig. Hier fangen wir erst an. Wir müssen die Audi-Werke erschließen von hier. Wir müssen weiter von Öhringen fahren. Wir müssen nach Künzelsau fahren, nicht? Das muss eben alles noch sein. Ich sage ja, die Zabergäubahn, die würde ich sofort bauen, wenn alles andere fertig wäre. Aber es ist eben nicht fertig und wir haben das Geld eben noch nicht. Das muss ich Ihnen in aller Offenheit sagen. Ich fühle mich sichtlich unwohl, hier Ihnen gegenüber keine Erfolgsmeldung abgeben zu können. Aber es ist halt nun mal die normative Kraft des Faktischen. Und man kann auch nicht die Löcher in der Straße sagen, machen Sie nicht. Eine Gesellschaft ohne Straßen gibt es ja gar nicht. Das können wir gar nicht machen. Nicht? Wir müssen auch weiterhin mit Auto und mit Fahrrad fahren. Aber das wird die Abgeordnete noch selber sagen. Ja. Dann kommen wir doch mal zu dieser Gretchenfrage der Finanzierung. Und fangen wir mit den Investitionskosten an. Frau Görhirsch, ist die CDU bereit, hier Landesmittel für dieses Projekt zu stemmen, wenn es nach der Reihenfolge nun soweit wäre? Ja, ich fange gerade von Ihrer Bedingung an, wenn es nach der Reihenfolge soweit wäre. Man weiß ja gar nicht, was in meinetwegen 6, 7, 8 Jahren los ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich dafür einsetze, die Wirtschaftlichkeitsprüfung anzustellen und dann prüfen lasse, ob das Land in einem, möchte ich sagen, Sonderakt, denn das einfach jetzt reinzunehmen, geht ja nicht. Damals haben wir ja kein Geld dafür mitbekommen. Man hat dann einfach gesagt, das ist ländlicher Raum und das zahlt der Bund nicht. Und wenn ihr das wollt, dann ist das eure Kür. Eure Pflicht ist nicht. Und die Kür muss man schon ab und zu machen, wenn vor allen Dingen eine hohe Bewertung, möchte ich sagen, winkt. Das ist bei jedem Eiskunstläufer so. Dann macht man eine Kür, wenn man da gut drin ist. Und deswegen erst die Pflicht, wie Sie es genannt haben,
den Nordoststrang insgesamt, und der ist weiß Gott teuer. Und dann würde ich mich schon dafür einsetzen, weil die Voraussetzungen gegenüber meiner Heimat, die ich vorhin geschildert habe, anders sind, und weil ich auch im Zabergäu sehe, dass es ein vitaler ländlicher Verdichtungsraum ist, um das mal deutlicher zu sagen, der eh schon unter einem unglaublichen Verkehr leidet, denn ich meine, meine wunde Stelle, mein Keinsmal, das sage ich ganz offen, ist ganz einfach, dass ich die ganzen Forderungen nach Ortsumgehung nur unzureichend bis jetzt befriedigen konnte. Ich habe es auch gestern dem Herrn Ministerpräsidenten in meiner kleinen Ansprache in Laufen gesagt, dass das also das Problem der Landesregierung ist. Wir sind ein Land, das überall auf Platz 1 steht. Das hört sich jetzt nach Lobhudelei an, aber es ist so. Die Bundesrepublik sieht uns als das innovativste Bundesland. Aber wo wir Defizite haben, das sage ich ganz offen, weil ich nichts davon halte, alles schön zu reden, ist das Thema Verkehr. Und liebe Frau Wolf, da muss ich ganz einfach sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir brauchen auch die Straßen, das sehe ich die Bürgermeister hier alle, denke ich, heftig zunicken, indem wir endlich mal jetzt in Pfaffenhofen-Güglingen und dann später auch Dürren-Zimmern und alles Mögliche, was im Raum steht, angehen. Es ist so, dass wir auch beides brauchen. Sie sollten das nicht so machen, Frau Wolf, dass Sie sich nur für den Regionalverkehr und für den Nahverkehr einsetzen. Wir können uns nicht abhängen lassen als wichtiges europäisches Land, das darauf angewiesen ist, seine Menschen genauso wie die Güter von A nach B zu bringen. Und wenn wir keine ertüchtigte Strecke haben nach Ulm, dann sind wir abgehängt. Dann werden wir umfahren großzügig. Ja, danke für diese Meinungsäußerungen. Auf jeden Fall brauchen wir sowohl einen starken Fernverkehr als auch einen funktionierenden Nahverkehr. Und andere Länder, andere Bundesländer sind neidisch, dass wir die Chance bekommen, hier einen ertüchtigten Fernverkehr, einen Schnellverkehr in Richtung München, Bratislava etc. zu gestalten. Stuttgart, ja. Und zwar schneller als vorher. Sie kommen auch an den Flughafen, auch schneller als vorher. Dank Stuttgart 21, der ganze Rest ist dank der Erneuerung der Strecke und in Stuttgart 21 nichts zu tun. Aber 17 Minuten bis zum Flughafen, und wenn Sie die andere Situation sehen, wir haben hier vor 20 Jahren uns gestritten über Fluglandeplätze im Zabergäu, weil die Unternehmer hier gesagt haben, wir sind auf einen Flugplatz angewiesen. Wir haben hier ganz kritische Plätze gehabt, bis hin nach Laufen. Und wir haben darauf verzichtet, weil man gesagt hat, wir warten darauf, dass wir einen ertüchtigten Schnellverkehr bekommen, einen transeuropäischen Anschluss in Richtung München und in den Osten. Das mögen Sie anders sehen, Sie haben ja auch keine Verantwortung. Wir sind die Wähler. Gut, lassen Sie uns bitte wieder zu regionalen Themen kommen. Ich denke, Stuttgart 21 lösen wir heute Abend hier nicht. Die Frage, Herr Siegel, die sich mir aufdrängt, es wurde von den Straßen gesprochen, aber wenn man so den Stand der Planung, Planfeststellung, geschweige denn der Baufortschritt anschaut, dann muss man doch sagen, bis da eine durchgehende Umgehungstrasse kommt von Nordheim bis nach Zaberfeld, da werden noch 30 Jahre vergehen. Hat man eigentlich in den vergangenen Jahren hier auch von der Kommunalpolitik zu sehr auf die Straße gesetzt und dabei die Schiene vergessen? Ich meine nicht, dass man zu sehr auf die Straße gesetzt hat. Das sieht man ja, dass es nicht vorangeht. Und das Land nicht mitmacht, beziehungsweise es sind ja Landesstraßen, um die es geht, das ist der LL03, das ist das Land zahlen und nicht die Kommunen.
Dass es jetzt etwas ruhiger geworden ist um unsere Zabergäubahn, das hängt eben mit dieser Gesamtentwicklung zusammen, dass sich das verzögert und dass es mit den Finanzen so nicht geht. Wir können Straße gegen Schienen, Zabergäubahn nicht ausspielen. Aber man muss eben auch sehen, wie der Verkehr in der Zwischenzeit, solange sie noch nicht läuft, und ich hoffe, sie wird laufen, möglichst schnell laufen, aber in der Zeit muss man eben auch was tun. Also es ist nicht einseitig so gewesen und wie gesagt, wir sind nach wie vor dran an unserer Zabergäubahn, aber es ist auch verständlich, dass man dann das Land wiederum in die Pflicht nimmt. Und da ist eben beim Land in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast sehr viel versäumt worden, um das auf das auf Vordermann zu bringen, auch die Landesstraßen. Kreisstraßen, wir haben anders gearbeitet bei uns im Kreis. Unsere Kreisstraßen sind im Wesentlichen in gutem Zustand, deswegen müssen wir auch nicht so viel investieren und können das woanders diese Mittel eher reinsetzen, meinetwegen Ausbau, Stadtbahn, Nord. Ja, die Demoskopen halten es nicht für ausgeschlossen, dass Baden-Württemberg nach den Wahlen im März einen grünen Ministerpräsidenten bekommt. Für diesen Fall nehmen wir an, Sie ziehen auch noch in den Landtag ein, Frau Wolf, fließen dann Mittel für die Zabergäubahn in den nächsten 5 Jahren aus Stuttgart. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich kann jetzt keine Gelder verteilen. Das hängt von Gesetzeslagen ab, das hängt davon ab, wie in der Mehrheit entschieden wird. Das hängt natürlich auch mit davon ab, welcher Anteil die Grünen dann haben in dem Parlament und wie viel wir überhaupt entscheiden können. Ganz sicher ist aber, dass wir uns darum kümmern werden, dass die Schiene nach vorne kommt. Und da geht es auch gar nicht darum, Auto gegen Schiene zu stellen. Das ist natürlich Unsinn. Also der Autoverkehr wird nach wie vor zentral bei uns bleiben, das ist ganz klar. Der wird sich verändern. Man sieht es schon in Ulm, dieses Car-to-Go-Projekt, was Daimler initiiert hat. Das läuft hervorragend. 36-40% der Jugendlichen wollen auch überhaupt kein eigenes Auto mehr haben, sondern wollen diese Leihautos und dann aber den öffentlichen Verkehr benutzen. Das finde ich eine tolle Entwicklung. Ich glaube, das ist auch der Weg, wo es hingeht. Und genau das wollen wir auch befördern. Es geht einfach darum, andere Strukturen, andere Möglichkeiten zu schaffen, die eine neue Mobilität auch zulassen. Eine Mobilität, die nachhaltig ist vor allem. Es geht überhaupt nicht darum, die Straße zu verteufeln, sondern es geht darum, dass man sich überlegt, was ist langfristig nachhaltig. Und immer mehr Straßen zu bauen, ist insofern nicht nachhaltig, weil man die auch unterhalten muss. Und das sehen wir im Moment einfach, das kostet sehr, sehr viel Geld. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass es großartig Schäden gibt bei der Schiene durch den Winter. Da haben zwar andere Sachen nicht funktioniert, aber dass es jetzt Schlaglöcher gäbe oder irgendwelche Gleise beschädigt worden sind durch den Frost, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Und was die, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, das wollte ich Ihnen noch sagen, dass man unbedingt jetzt den Flughafen noch 10 Minuten schneller erreichen muss. Wenn man diese Schnellstrecken immer mehr ausbaut und aber die Fläche nicht vernetzt, so wie das die Schweiz zum Beispiel sehr intelligent macht mit ihrem vernetzten und integrierten Taktfahrplan, dann macht es überhaupt keinen Sinn, weil dann ist man zwar in einer Stunde von Frankfurt nach Stuttgart gefahren, aber in Stuttgart muss man dann eine Stunde oder eine halbe Stunde oder noch länger warten, bis der nächste zukommt. Und zum Thema Attraktivität, auch Regionalflughäfen, also ich kenne einige Leute, die im Management tätig sind, die in meinem Alter sind, die sagen, das wird langfristig sowieso weniger werden, weil die machen jetzt schon Videokonferenzen. Und da wird relativ viel wirtschaftliche Flugzeiten werden da auch entfallen. Also ich glaube einfach, dass wir bis in 20 Jahren ein völlig anderes Mobilitätskonzept haben werden. Also dass wir uns anders bewegen und deshalb müssen wir jetzt auch auf die Schiene setzen. Das ist die Zukunft. Landesmittel für den Bau der Zabergäubahn ist das für die Linke ein Muss. Da gibt es von der Linken eine ganz klare Position,
Also wir sind für die Schiene, auch um die Umwelt zu entlasten. Und mögen uns die Wähler gut gesonnen sein, so werden wir das Zünglein an der Waage sein. Und das heißt, ohne die Zabergäubahn wird einmal gar nichts gehen. Zu den Ausführungen von der Frau Wolf mit den Autoslein. Ich weiß nicht, wie viele Kinder sie haben. Ich habe 4. Das dritte macht gerade seinen Führerschein, weil ohne Auto sind sie hier in der Region tot. Über den Zustand der Straßen kann ich Ihnen eins sagen. Ich fahre jeden Tag von Klebrunn nach Stuttgart zur Arbeit. Also auf diesem Waldstück vom Wildgehege bis Freudenthal. Also das sind Schlaglöcher, die kommen gar nicht so schnell dazu, die wieder zuzumachen, wie sie wieder aufgehen. Zu der Finanzierung wollte ich noch eins sagen. Und zwar, die 50 Millionen erscheinen mir hier wie Peanuts. So wie im Landtag zurzeit das Geld rausgeschmissen wird, da wird es mir ganz schwindelig vor den Augen. Sei das der Kauf der Aktien von EDF, ich will es hier jetzt nicht zum Thema machen, aber da die Aktien überzeichnet gekauft worden sind zum gehandelten Preis, hat sich daraus ein Ergebnis ergeben von 203 Millionen, die zum Fenster rausgeschmissen worden sind. Und ich glaube, weil er dieses Angebot, der Herr Mappus, den Kleinanlegern auch anbieten muss, wird er beten, dass diese 10% Streubesitz dieses Angebot nicht annehmen. Danke fürs Zuhören. Ja, ich hätte noch gerne ein bisschen was konkreter gewusst zum Zeitplan. Herr Ludwig, die Stadtbahn Nord wird, wenn es nicht noch weitere Verzögerungen gibt, im Dezember 2013 in Betrieb gehen. Wenn man so die Geschwindigkeit des Ausbaus der Stadtbahn hier im Kreis in den letzten Jahren sieht, sind dann seit Öhringen immerhin 8 Jahre vergangen. Sie haben angesprochen Schwäbisch Hall und Künzelsau, was wohl dann als nächstes ansteht. Nehmen wir an, es dauert auch noch mal 3-4 Jahre, dann sind wir etwa schon mindestens mal bis 2017. Glauben Sie, dass sich in den nächsten 10 Jahren im Zabergäu überhaupt was tut? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, wie sich insgesamt das Geschehen entwickelt. Wir haben mit dem Herrn Ramsauer einen tüchtigen Verkehrsminister, der schon für uns kämpft, für das Geld. Der hat, obwohl er ein Privatissimum mit Wolfgang Schäuble hatte und der Schäuble ihm wirklich hart zugesetzt hat, hat er uns verschont im Sparpaket, das wir da auch schon wieder federn lassen müssen. Und er hat jetzt nochmal 4 Milliarden locker gemacht für die Deutsche Bahn AG, weil es da ja nun überhaupt nicht weitergeht. Insofern kann ich nicht von Zeiten reden. Es ist ja auch, man kann auch nicht vergleichen, eine Strecke, die man total neu aufbauen muss, wie hier im Zabergäu, wie bei, wenn wir nach Schwäbisch Hall fahren, wo wir nur eine Fahrleitung brauchen, nicht? Und ein paar Haltepunkte. Das ist also völlig von der Finanzierung, kann man das gar nicht vergleichen. Künstensau vielleicht noch mit 10 Kilometern, nicht? Also ich bin außerstande, Ihnen heute zu sagen, wann das alles finanziert ist. Denn etwas muss man auch wissen. Wenn das Land, die Landesvorhaben, die müssen endlos lang zwischenfinanziert werden. Wir haben jetzt gerade für uns, für die AVG, 30 neue Wagen bestellt. Die kosten alle 4 Millionen pro Stück. Das sind also 120 Millionen. Wir haben nicht einen Cent bekommen von der Landeskasse, obwohl sie im Gesetz drinsteht, dass es zuwendungsfähig wäre. Aber wenn kein Geld da ist, hat man eben, dann kann man es eben auch nicht erzwingen. Ne? Und wir haben insgesamt von den 17 Milliarden, die in dieser Legislaturperiode im Bundeshaushalt stehen, kriegt Baden-Württemberg 12%. Nicht? Da können Sie es ausrechnen, wie lange das alles dauert. Und dann sind wir ja nicht nur in dem Raum tätig.
Die Ulmer wollen was haben, die Kalver wollen Geld haben. Nagold hat die Bundesgartenschau, da bin ich auch im Gespräch. Das war von Hochdorf nach Nagold eine Fahrleitung ziehen, damit die ihre Landesgartenschau feiern können. Wir haben unwahrscheinlich viele Wünsche in unserem Land, aber man kann nicht alles gleichzeitig finanzieren. Ich meine schon, dass es mindestens 2017 dauert, bis man wieder darüber reden kann. Ja, das wäre dann schon die übernächste Legislaturperiode, wenn ich richtig gerechnet habe, auf die Schnelle. Das Geld vermehrt sich ja nicht von allein. Machen wir doch mal den Versuch und fragen die Vertreter der Parteien hier. Wenn meine Partei in der nächsten Landesregierung vertreten ist, wird die Zabergäubahn, und jetzt bitte ich um Ergänzung in einem Satz, sicher noch nicht gebaut. Ich bin auch nicht sicher, ob, wenn sie dann gebaut werden wird, ob es dann nicht plötzlich Bedenken im Hinblick auf Naturschutz, Flora, Fauna, Habitat und all diese Dinge geben wird. Das sind ja auch Sachen, die wir heutzutage immer wieder erleben. Da bin ich mal gespannt drauf. Herr Siegel. Wenn die SPD-Regierung ist, wird die Zabergäubahn? Wird die Zabergäubahn innerhalb eines neuen bedachten Verkehrskonzepts eine wichtigere Rolle spielen. Und zwar in der Weise, dass wir uns klar werden müssen, dass wir den Verkehr in die Fläche gehen, dass wir mit der Schiene in die Fläche gehen, dass wir andere Akzente setzen, auch was die Finanzierung angeht. Ich sehe zum Beispiel nicht unbedingt ein, dass von der Deutschen Bahn, das wäre jetzt Bundespolitik, jährlich 500 Millionen an den Bund gegeben werden, damit auch die Löcher gestopft werden können. Diese Gelder gehören zurück in die Bahn und müssen dort investiert werden. Zum Beispiel. Oder es gibt natürlich ein Hauen und Stechen nachher. Das ist klar, da bin ich mir drüber im Klaren. Aber warum sollen wir nicht für unsere Zabergäubahn kämpfen? Wir haben, und zwar parteienübergreifend. Ich schaue hier niemand an, ist mir völlig egal, sondern ich sage, hier geht es darum, dass wir etwas erreichen wollen. Wir haben es im letzten Jahr ganz gut geschafft, indem wir uns zu Wort gemeldet haben, was unser Krankenhaus angegangen ist, wo auch völlig parteiübergreifend etwas gemacht worden ist. Und genau um das geht es mir, dass wir da ansetzen. Wenn die Grünen in der Regierung sind, wird die Zabergäubahn am liebsten sofort gebaut, was ich aber nicht versprechen kann natürlich. Aber ganz sicher wird die Zabergäubahn ein Thema werden. Es wird überhaupt der Nahverkehr eine ganz andere Rolle spielen. Und die Grünen rechnen auch mit Spitzer.